Ja, das Erste, was einem so in den Kopf kommt bei Fenstertausch, was man einfach oft in der Zeitung liest, ich habe neue Fenster eingebaut und ich habe Schimmel. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es rund ums Fenster. Ich habe bei mir hier im Haus selber Fenster eingebaut. Kurz zu mir, ich bin Zimmerermeister, Bautechniker und arbeite gerade als Bauleiter im Planungsbüro. Und habe da jetzt unglaublich viel Fenstermurks in der letzten Zeit mitbekommen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall ein Video machen über den Fenstereinbau. War schon am Schnitt gewesen und dachte dann so, nee, ums Fenster, da geht's eigentlich, kommt noch viel mehr, erzählen wir einfach nur über den Einbau. Deswegen gibt es jetzt 3 Videos. Das erste Video kommt jetzt, wo ich einfach mal den Leuten, die jetzt gar nicht selber ein Fenster einbauen lassen wollen, sondern vom Handwerker vor allem, einfach mal so die Basics mitgeben, um einfach, wenn sie einen Handwerker holen, den Profi, auch im Vorgespräch, einfach mit dem ein bisschen auf einer Augenhöhe schon sich unterhalten können, einfach mal so ein bisschen die Basics haben. Und aktuell, wir haben das Jahr 2022, weiß jetzt nicht, wann du das Video siehst, aber aktuell gibt es bis 25% Förderung vom Staat eben auf neue Fenster. Und auch das wissen eben viele nicht, weil der Handwerker nicht berechtigt ist, einen Förderantrag zu stellen und es einfach untergeht. Ja, das Erste, was einem so in den Kopf kommt bei Fenstertausch, was man einfach oft in der Zeitung liest und so aus dem Volksmund hört, ich habe neue Fenster eingebaut und ich habe Schimmel. Ja? Deswegen sträuben sich wahrscheinlich auch viele neue Fenster reinzumachen oder wundern sich, warum kriege ich Schimmel? Ja, ich kriege Schimmel, wenn ich es falsch einbaue und wenn ich von vornherein schon das falsche Fenster gewählt habe und nicht die richtigen Maßnahmen treffe. Was heißt es jetzt im Klartext? Egal, ob ich Holzfenster habe, Kunststofffenster oder Holz-Alu-Fenster. Das Fenster hat immer einen U-Wert. Der U-Wert beschreibt einfach, wie viel Wärme durch ein Fenster durchgeht oder generell durch ein Bauteil. Und da muss auf jeden Fall das Fenster vom M-Wert schlechter sein als die Wand nebendran. Ein neues dreifachfachglases Fenster, was auch förderfähig ist, hat einen U-Wert von 0,95. Eine Wand aus den 50er Jahren, wie jetzt bei mir, hat einen U-Wert von 1,4. Richtig. Geht eigentlich nicht oder kann man schon machen, aber man kriegt auf jeden Fall Schimmel. Warum kriege ich Schimmel? Im Bereich vom Rahmen, also der Rahmen dämmt gut, die Wand dämmt mittelmäßig. Und jetzt, wo der Rahmen an die Wand anschließt, ist ja der Weg für die Kälte am geringsten. In der Wand muss die Kälte einmal komplett durch die Wand durchgehen, durch 30 cm. Geht relativ langsam. Rahmen dämmt relativ gut. Schwachpunkt ist jetzt genau der Anschluss zwischen Rahmen und Wand. Was kriege ich dann? Eine kühle Oberfläche. An der kühlen Oberfläche bildet sich Kondensat. Und dann geht es nicht lang, dann kriege ich Schimmel. Deswegen muss ich diese Kante warm kriegen, wenn die Wand schlecht ist. Oder ich habe schon eine gute Wand. Was heißt gute Wand? In den 90er Jahren war die Wärmeschutzverordnung so weit fortgeschritten, dass man da mittlerweile einen U-Wert von so 0,8 hat. Also 90er Jahre braucht man keine weiteren Vorkehrungen treffen, kann man das neue Fenster einbauen. Wenn ich jetzt ein Haus habe, was älter ist, mache ich entweder Wärmedämmverbundsystem außen dran, sprich ich dämme das Haus komplett, ist halt relativ teuer. Dann ist die Wärmebrücke eliminiert. Oder was ich jetzt mache, eine Innenleibung anbringen. Damit tut man diese Kante auch warm machen. Mit der Leibungsdämmung gibt es jetzt verschiedene Materialien, die man verwenden kann. Das günstigste ist, das klassische Styrodur zu nehmen oder Styropor. Gibt es extra Leibungsdämmplatten. Die sind relativ dünn, also so 2 cm und haben sehr guten Dämmwert. Aber die können in der Regel, oder die können keine Feuchtigkeit aufnehmen. Und gerade am Fenster, wo ich doch da mal erhöhten Kondensatausfall habe, ist besser, wenn man eine Platte nimmt, die viel Wasser aufnehmen kann. Und da ist die Calcium-Silikatplatte genau das Richtige. Calcium-Silikatplatte haben wir hier. Die ist jetzt in meinem Fall 2,5 cm stark. Und das Besondere, wenn ich jetzt mit Wasser gegenkippe, es zieht sofort ein. Man hat es gerade eben ein bisschen gehört. Es zieht so richtig. Man hört richtig das saugende Geräusch. Obwohl ich jetzt hier schon ein Viertel von der Flasche gegengekippt habe, unten am Boden ist immer noch nichts angekommen. Also sieht man, wie schnell es einzieht. Ich kippe
Gib's mal komplett drauf. Da sieht man unten ein bisschen was angekommen, aber ein Viertel von der Flasche oder mehr dran gekippt. So, was war jetzt das Learning? Wenn ich ein neues Fenster einbaue, mein Haus ist älter als 90er Jahre, muss ich zusätzliche Maßnahmen bringen, sonst kriege ich Schimmel. Ja. Das sagt einem auch nicht jeder Fensterbauer, der baut dann das Ding ein, sagt, du wolltest ja die Förderung und hinterher auch beim Schimmel da. Also entweder wir haben Dämpferwundsystem oder die Leibungsdämmplatte oder ich sage, ich verzichte auf die Förderung, auf die 25% und nehme halt ein Fenster, wo dann U-Wert von 1,3 hat. Das passt dann in der Regel im Altbau auch. Zusätzlich sollte ich jetzt noch beachten, neues Fenster, man sieht es hier, hat eine Dampfbremse. Das Ding wird dampfdicht. Das Fenster hier hat jetzt drei Dichtlippen, hier eine und da zwei. Es ist verdammt dicht, das alte Fenster hat gezogen, man spürt es, wenn es draußen windet, man hebt die Hand an ein altes Fenster, zieht es unten durch. Somit hat man generell schon einen relativ hohen Luftwechsel. Ne? Man bringt die Feuchtigkeit aus dem Raum raus. Jetzt mache ich neue Fenster rein, also auch wenn WDVS dran ist und Ding, Leibungsdämmplatte, dann habe ich einfach fast keinen Luftwechsel mehr. Ich muss manuell öfter lüften, um die Feuchtigkeit rauszubringen. Man merkt es dann relativ schnell, dass einfach so eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum ist, wie teilweise tropisches Klima und die Leute sagen, ja, ich mache doch gar nichts anders. Das ist der Punkt, du lüftest nicht. Man kann, um das zu umgehen, Fensterfalzlüfter einsetzen. Da werden hier oben die Dichtlippen durchgeschnitten und es wird so ein Fensterfalzlüfter reingesetzt. Der lüftet dauerhaft, aber ich finde, dann braucht man sich kein neues Fenster einbauen, was dicht ist, wenn ich hinterher die Dichtlippen durchschneide und Fensterfalzlüfter reinbaue. Oder ich muss zur Not, also man muss nicht, man muss es ausrechnen lassen, am besten vom Fensterbauer oder Energieberater. Der rechnet schnell ein Lüftungskonzept und dann sagt das Programm, okay, du brauchst eine Lüftungsanlage oder keine Lüftungsanlage. Zwei Geräte, zwei Lüftergeräte, die kommen in die Außenwand rein. Eins auf der Wand, eins da hinten. Das sind dann Push-Pull-Geräte. Und dann läuft immer für so 30 Sekunden oder eine Minute ein Lüfter in die eine Richtung, der andere in die andere und zieht Luft rein. Und dann bläst das wieder zurück. Push-Pull. Und die haben dann immer einen Wärmetauscher oder häufigen Wärmetauscher aus Keramik drin, sodass man auch fast keinen Wärmeverlust hat. Sonst denkt man, wenn es den ganzen Tag hin und her zieht, hätte ich auch keine neuen Fenster gebraucht, haben die halt noch gezogen. Also ich hoffe, es waren ein paar informative Sachen dabei. Wenn der Fensterbauer zu dir kommt, sprich ihn auf jeden Fall auf die Sachen an, wenn er selber nicht drauf anspricht, weil generell Fensterfalzlüfter sind nicht so gut, weil Fensterbauer sind da relativ frei, die sagen, naja, da machen wir dann für 20 Euro pro Fenster einen Fensterfalzlüfter rein, dann haben sie das Problem auch im Griff. Aber dass es vielleicht nicht so cool ist, sagt dann auch nicht jeder. Zum Punkt Förderung, wenn ihr da irgendwie interessiert seid, braucht ihr auf jeden Fall einen Energieberater. Sucht einfach mal im Netz, da gibt es so eine Liste, der DENA, da sind die ganzen Energieberater eingetragen und die können euch das dann beantragen. Von den Kosten her für den Förderantrag sagt man so, ja, ab 3.000 bis 5.000 Euro Auftragswert lohnt es sich, Förderantrag zu stellen, also wegen zwei Fenstern eher nicht. Aber ja, wenn man ein paar austauscht oder neue Haustür, ist man ja gleich mal bei 3.000 bis 5.000 Euro. Im nächsten Video erkläre ich die Funktionsebenen von einem Fenster. Auch sehr wichtig für die Leute, die das Fenster selber nicht einbauen, weil wenn die Handwerker da waren, kann man kontrollieren, okay, stimmt das alles so? Lass ich sie nochmal antanzen, weil da kann dann auch der Schimmel kommen, wenn teilweise der Schaum oder das Kompriband nicht richtig angeschlossen ist, Dampfbremse nicht angeschlossen, dann zieht es da durch, kriege ich da auch Kondensatausfall und Schimmel. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.